Am 10. November 1985 waren zwei Brüder im Bear Brook State Park an der Grenze von Allenstown in New Hampshire auf der Jagd nach wilden Tieren. Abseits eines Wanderpfads bemerkte einer der beiden dann ein Ölfass, welches auf der Seite lag. Von weitem konnte er schon die Knochen eines Fußes sehen. Sofort wurde die Polizei gerufen, die im Inneren des Fasses dann eine weitaus grauenhaftere Entdeckung machte. Bevor das Video beginnt, eigentlich sollte diese Woche ein Interview mit Nico Klo kommen, jedoch hat YouTube das Video gesperrt, da wir dort über relativ harte Themen sprechen. Das ist auch der Grund, wieso das heutige Video vielleicht etwas kürzer als sonst ist. Sobald dieses Problem gelöst ist, wird das Interview online kommen. Auch ein neuer Eisberg ist im vollen Gange und erscheint die nächsten Wochen, wenn YouTube es erlaubt. Gerade als YouTuber, der über solche Fälle berichtet, muss ich mich leider in jedem Video selbst zensieren. Ich arbeite hierbei im Hintergrund an einer Lösung. Ihr könnt mich trotzdem mit einem Abo und einem Kommentar unterstützen, um den Algorithmus auf den Kanal aufmerksam zu machen. Nun zurück zum Fall. Terry Peter Rasmussen wurde am 23. Dezember 1943 in Denver, Colorado in den USA geboren. Er wuchs in Arizona auf und ging dort auf die North High School, die er mit 17 Jahren abbrach. Im Jahr 1961 trat er der US Navy bei und blieb dort bis zum Jahr 1967. Nach seinem Wehrdienst zog er nach Hawaii, um dort im Schuhgeschäft seiner Eltern zu arbeiten. Dort lernte er auch eine Frau kennen, die er im Jahr 1969 heiratete. Der Name der Frau ist nicht bekannt, jedoch zog er mit dieser Frau zurück nach Arizona, wo das Paar 4 Kinder bekam, davon 2 Zwillinge. Nebenbei schaffte er es auch, eine Ausbildung zum Elektriker abzuschließen. Seine Ehe lief dabei nicht so gut und das Paar trennte sich für eine kurze Zeit, bevor sie wieder gemeinsam nach Phoenix zogen. Dort begann Terry, sein eigenes Netz aus Lügen zu spannen. Er wurde einmal wegen einer unbekannten Straftat verhaftet und wenig später, im Jahr 1975, wurde er erneut wegen schwerer Körperverletzung verhaftet. Seine Frau hatte nun genug von ihm, sie konnte das alles nicht mehr ertragen und trennte sich von Terry und nahm die 4 Kinder mit. Das letzte Mal, dass die Frau und die 4 Kinder Terry sahen, war im Dezember 1976, als er mit einer neuen Frau auftauchte. Im Jahr 1978 war die Scheidung dann rechtsgültig. Da er nun keine Familie, keinen festen Job und keine Freunde hatte, zog er von einem Bundesstaat zum nächsten. Er lebte in Arizona, Colorado, Idaho, Virginia, Texas, Ohio, Oregon, Hawaii und Kalifornien. Schließlich blieb er in New Hampshire, wo er sich den falschen Namen Bob Evans zulegte. Er arbeitete dort eine Zeit lang für Öl- und Gasfirmen als Elektriker. Auch dort hörte er mit den kleinen Straftaten nicht auf und er wurde mehrfach verhaftet wegen Diebstahl, Urkundenfälschung und Raub. In den Akten gab es zu dieser Zeit auch eine Frau Elizabeth Evans, die angeblich seine Ehefrau war. Jedoch konnte diese Frau nie ausfindig gemacht werden. Während er in Kalifornien lebte, im Jahr 1978, lernte er eine Frau namens Marlies Honeychurch kennen. Honeychurch wurde am 28. Januar 1958 in Connecticut geboren. Sie hatte 4 weitere Geschwister. Im Jahr 1961 ließen sich die Eltern von ihr scheiden und die Mutter zog mit 3 Kindern nach Kalifornien, während sie mit ihrer älteren Schwester in Connecticut blieb. Als sie 15 Jahre alt war, zog sie mit ihrer Mutter ebenfalls nach Kalifornien, um dort die Highschool abzuschließen. In Kalifornien angekommen, ging sie auf die Artesia High School in Lakewood, wo sie ihren ersten festen Freund fand. Bereits ein Jahr später heiratete sie ihren Freund in Las Vegas und im Dezember 1971 bekam sie ihre erste Tochter Marie. Danach zog sie durch den Staat, bevor sie im Februar 1972 nach Los Angeles mit ihrer Familie zog. Jedoch blieb sie nur wenige Monate dort, denn im Juni zog ihre Familie zurück nach Connecticut, um mit ihrem Vater zu leben. Da ihr Ehemann in der Navy war, blieben sie nie lange an einem Ort. Bereits ein Jahr später zog die kleine Familie nach Massachusetts für wenige Monate, bevor sie zurück nach Lakewood zogen. Das viele Umziehen und der stressige Job des Ehemanns sorgten dafür, dass die Beziehung schließlich scheiterte. Im Februar 1974 ließ das Paar sich scheiden und Honeychurch bekam das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter. Wenige Monate später heiratete sie ein zweites Mal. Auch mit ihrem neuen Ehemann zieht sie quer durch das Land. Am 13. Dezember 1977 bekam sie dann mit ihrem neuen Mann ihre zweite Tochter Sarah. Auch diese Ehe scheiterte und im Jahr 1978 lässt sie sich ein zweites Mal scheiden.
Das Sorgerecht für das zweite Kind bekommt der Vater, aber Honeychurch darf die Tochter ab und zu sehen. Irgendwann fand ihr Ex-Mann dann eine neue Frau und man geht heute davon aus, dass auch Sarah wieder bei ihrer Mutter lebte. In all diesem Trubel lernte Honeychurch dann den fast 40-jährigen Terry Rasmussen kennen. Die beiden wurden ein Paar und gemeinsam im Jahr 1978 feierten sie Thanksgiving in Kalifornien mit der Familie von Honeychurch. Bei der Feier kommt es allerdings zu Streitigkeiten, weshalb Terry und Honeychurch frühzeitig gingen. Die beiden Töchter nahmen sie an diesem Tag mit. Danach verschwanden Terry, seine Frau und die beiden Kinder. Ihr Schicksal sollte erst 2019 aufgedeckt werden. Im Jahr 1981 hatte Terry nun den gefälschten Namen Bob Evans benutzt und er führte eine Beziehung mit einer Frau namens Denise Budin. Denise und Bob Evans wurden das letzte Mal nach Thanksgiving im Jahr 1981 gesehen, gemeinsam mit der 6-jährigen Tochter von Denise. Die Familie von Denise glaubte, dass Denise und ihr neuer Freund aufgrund von finanziellen Problemen abgehauen seien, weshalb sie nie als vermisst gemeldet hatten. Bis heute konnten die Überreste von Denise nicht gefunden werden. Im Januar 1986 wurde dann in Scotts Valley in Kalifornien ein neuer Handwerker bei Holiday Host eingestellt. Sein Name war Gordon Jensen und er lebte mit seiner 5-jährigen Tochter Liza zusammen. Was keiner ahnen konnte, war, dass Gordon Jensen der neue gefälschte Name von Terry Rasmussen war und Liza das gestohlene Kind von Denise war. Wenige Zeit später wurde er dann von der Polizei angehalten, da er unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer war. Er erschien nie zu seinem Gerichtstermin. Im Juni 1986 lernte er ein älteres Ehepaar kennen und schlug den beiden vor, dass sie Liza doch adoptieren sollten. Um mal zu schauen, wie es mit der kleinen Liza so klappt, ließ er sie für einen Tag bei dem Paar. Das hatte er zumindest so versprochen, jedoch kam er nie zurück, um das Kind abzuholen. Liza wurde daraufhin in ein Heim geschickt. Im Jahr 1989 wurde Terry dann erneut festgenommen. Da sie Fingerabdrücke von ihm hatten, konnte er mit Liza in Verbindung gebracht werden, weshalb er wegen Kindesaussetzung zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde. Nach einem Jahr Gefängnis wurde er auf Bewährung freigelassen. Bereits am zweiten Tag verstieß er gegen seine Auflagen und floh aus den Augen der Polizei. Liza wurde nach kurzer Zeit von einer liebevollen Familie adoptiert. Terry lebte nun unter dem Namen Larry Vanner. Die Medien sollten ihn später das Chamäleon nennen, da er seine Identität so oft wechselte. Im Dezember 1999 stellte die Chemikerin Yusun Yun ihrer Familie ihren neuen Freund vor, Larry Vanner. Im Jahr 2001 heirateten die beiden heimlich. Im Juni 2002 verschwand Yun dann spurlos, jedoch fand man nach kurzer Zeit ihre Überreste vergraben unter Katzenstreu in ihrem eigenen Haus. Jemand hatte ihr mit einem Gegenstand den Kopf eingeschlagen. Terry bzw. Larry Vanner wurde daraufhin verhaftet und er bekannte sich schuldig. Alright, Larry. Your prints came back. You know you're the name, right? Curtis or Gerald or Jerry or whatever name you're going by this week. Curtis Kimball. Curtis Kimball. Or Gerald Mockerman? Mockerman, right. Ring a bell? No. Yeah, that's who you are, man. Why not? Maybe she hurt herself, and you're concerned about that getting out, that she's harmed herself. No. Dass er sich als schuldig bekannte, kam für das Gericht sehr überraschend. Ebenso überraschend war es, dass seine Fingerabdrücke bereits in der Datenbank waren, jedoch unter den Decknamen Jensen und Kimball. Schließlich fand man auch heraus, dass Terry nicht der leibliche Vater von Liza war, weshalb man versucht hat, ihre biologische Familie zu finden. Dieses Unterfangen verlief jahrelang ohne Ergebnis. Terry Rasmussen bekam lebenslange Haft mit einer Möglichkeit auf Bewährung nach 15 Jahren. Im Jahr 2010 verstarb er im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Und dann nahm der Fall nochmal eine spannende Wendung, denn man ließ Beweise von vor über 30 Jahren erneut prüfen. Schon im Jahr 1985 fand man die Fässer, die bereits im Intro angesprochen wurden. Zuerst sahen die Polizisten nur einen Fuß, als sie dann aber nachschauten, fanden sie im Inneren die Überreste einer Frau und die eines Kindes.
Wenige Meter entfernt lag ein zweites Fass, darin die Überreste von zwei weiteren Kindern. Damals gab es keinerlei Möglichkeiten herauszufinden, wer die Personen waren, weshalb dieser Fall jahrelang in den Akten lag. Jahre später ließ man dann DNA-Proben entnehmen von den vier Überresten, die mittlerweile als die Allenstown Four bekannt waren. Man fand heraus, dass die erwachsene Frau die Mutter der zwei Kinder war. Das dritte Kind war allerdings nicht verwandt mit den anderen. Im Oktober 2016 wurde dann die DNA von Terry mit den vier Überresten verglichen und man fand heraus, dass eins der Kinder seine leibliche Tochter war. Wer die Mutter war, ist nicht bekannt. Es war auch erst im Jahr 2017, dass man durch DNA-Tests herausfinden konnte, dass Terry Bob Evans war. Im Jahr 2019 entdeckte einer der Ermittler dann online einen Post, in dem jemand nach einem Kind suchte, das seit 1978 vermisst wurde. Es handelte sich dabei um Sarah, die Tochter von Honeychurch. Ihre Mutter hätte zwei Töchter von zwei verschiedenen Vätern. Sarah sei die jüngste und ihre Halbschwester Marie die ältere. Niemand aus der Familie hatte von ihr gehört, seit Honeychurch 1978 Kalifornien mit einem Mann verlassen hatte. Endlich machte es Klick bei den Ermittlern und sie fanden heraus, dass die drei der vier gefundenen Überreste zu Marilee's Honeychurch, Marie und Sarah gehörten. Das dritte Kind war unidentifiziert, aber man konnte zu 100% sagen, dass sie die leibliche Tochter von Terry war, die er mit einer fremden Frau hatte. Auch Liza, das Kind, welches damals entführt wurde, konnte über DNA-Proben herausfinden, dass ihr Name eigentlich Dawn war und ihre Mutter Denise Budin war. Obwohl man Denise Budin nie fand, geht man heute davon aus, dass Terry ihr das Leben nahm und danach das Kind entführte. Es schien nun ein Muster für die Ermittler zu geben. Terry hatte es nicht auf Fremde abgesehen, wie man damals dachte, sondern auf seine eigenen Frauen und deren Kinder. Sogar vor seiner eigenen, leiblichen Familie machte er keinen Halt. Warum er Liza behielt, ist nicht klar. Vielleicht dachte er, dass er damit besser bei anderen Frauen landen könnte. Die Mutter des unidentifizierten Kindes konnte nie gefunden werden. Man geht aber davon aus, dass Terry auch ihr das Leben nahm. Im Jahr 1980 lebte Terry nur einen halben Kilometer von der 14-jährigen Laureen Rahn entfernt, als diese spurlos verschwand. Die 25-jährige Denise Denault lebte auch nur zwei Blöcke zu diesem Zeitpunkt entfernt und auch sie verschwand im Juni 1980. Sie lebte nur wenige Häuser von Terry entfernt. Im Jahr 1986 wurde Liza auch befragt, ob sie Geschwister hatte. Sie sagte, dass sie welche hatte, diese aber nicht mehr am Leben seien, nachdem sie Graspilze gegessen hatten. Die Polizei geht davon aus, dass Terry auch ihnen das Leben nahm. Im Jahr 1995 wurde eine Frau in San Joaquin in einer Mülltonne gefunden. Auch ihr wurde auf ähnliche Art und Weise wie bei den anderen Freundinnen von Terry das Leben genommen. Die Polizei geht auch hier aus, dass er der Täter war. Über drei Jahrzehnte lang hatte Terry unter etlichen gefälschten Namen die brutalsten Taten begangen. Er ist schon vor 12 Jahren verstorben. Jedoch wird er noch heute mit unzähligen Taten in Verbindung gebracht und verdächtigt. Wir wissen von 6 Opfern. Nur für eins wurde er jemals angeklagt. Zum Glück saß er bis zum Ende seiner Tage im Gefängnis, leider aber viel zu spät. Das letzte Update zu diesem Fall ist nur wenige Jahre her und nur die Zeit wird zeigen, wie viele Opfer das Chamäleon wirklich hatte. Gute Nacht und bleibt gesund.